Herr Metz, am Anfang interessieren mich die technischen Details der alten Brücke. Wann wurde sie gebaut? Wie lang ist sie? Wie schwer ist sie? Und so weiter. Gebaut wurde die alte Brücke von 1964 bis 1967 und der Verkehr gegangen mit dem ganzen Abschnitt ist sie 1968. Seitdem ist sie auch ununterbrochen in Betrieb. Erwähnenswert ist vielleicht, dass er Anfang der 90er Jahre mal saniert wurde, das heißt der Korrosionsschutz wurde damals erneuert. Deswegen sieht die Brücke, wenn man von unten drauf guckt, auch noch relativ gut aus, was aber jetzt mit den statischen Belangen, weshalb wir sie abbrechen, damit halt nicht ganz im Einklang steht. Die Brücke hat Ermüdungsrisse, deswegen muss sie abgebrochen werden. Und zu den technischen Daten ist zu sagen, das Bauwerk ist 750 Meter etwa lang. Die höchste Höhe über dem Talgrund beträgt 50 Meter circa. Ja, zu den Gewichten kann man sagen, es ist eine sehr leichte, filigrane Brücke. Wir haben 110 Meter Spannweite zwischen den Pfeilern. Diese 110 Meter Spannweite, um die zu überbrücken mit der Technik Anfang der 60er Jahre, das ging also nur, indem man einen sehr leichten Überbau hat. Also alles oberhalb der Pfeile ist eine reine Stahlkonstruktion, sehr leicht, sehr filigran. Es sind aber trotzdem gut 7000 Tonnen Stahl, die oberhalb der Pfeilerebene da noch vorhanden sind. Zeigen Sie das mal mit den Fingern, wie dick der Stahl da ist. Das ist nämlich wirklich sehr filigran. Das Deckblech ist gerade mal 1,2 cm dick und wird dann mit V-Steifen und Querträgern zwar versteift, aber das Blech, auf dem der Verkehr rollt, ist wirklich nur 12 mm dick. Und darauf sind 4 cm bituminöse Fahrbahnbelag. Muss man deswegen auch die Brücke neu bauen, weil das einfach zu dünn ist? Ja gut, aufgrund dieser filigranen Konstruktion, wenn da jetzt ein LKW-Rad drüber rollt über dieses Blech, dann will es sich verformen, weil es halt einfach sehr dünn ist. Diese Verformung kann aber nirgendwo sich ausbreiten, weil unten drunter unter dem Bauwerk alles irgendwo fest und starr verschweißt ist. Und das heißt, es ergeben sich dann Spannungen und diese Spannungen führen eben zu diesen Ermüdungsrissen, die einfach zugenommen haben und ein Ausmaß angenommen haben, die eben es erforderlich gemacht haben, das Bauwerk entweder zu ertüchtigen mit sehr großem Aufwand oder aber, was sich hier als günstiger finanziell erwiesen hat, gleich einen Ersatzneubau durchzuführen. Sie sind auch von Anfang an mit dabei. Geben Sie uns ein paar Eckdaten über die neue Sinntalbrücke. Grundsätzlich mal ist zu sagen, die neue Sinntalbrücke, das war eine Forderung aus der Planfeststellung, kam hauptsächlich aus der Ecke Naturschutz, dass man gesagt hat, die Brücke soll von der optischen Wirkung hier im Talraum der alten sehr nahe kommen oder im Prinzip die gleiche optische Wirkung haben. Also man wollte jetzt hier nicht ein sehr klotziges, massives Bauwerk in die Landschaft stellen. Wir sind hier im Naturpark Rhön, Biosphärenreservat, das ist ein Naherholungsgebiet. Und deswegen hat man gesagt, so eine schöne, schlanke, filigrane Brücke wie die alte wollten wir auch wieder haben. Also das war Voraussetzung bei der Ausschreibung, das optische Erscheinungsbild, was jetzt die Spannweiten, also die Pfeilerabstände betrifft, die Konstruktionshöhe der Brücke sollte der alten nahezu gleich sein. Aber die Brücke ist natürlich ganz anders konstruiert, während die alte, das war also ein Überbau für beide Richtungsfahrbahnen. Die neue Brücke besteht im Prinzip aus zwei, kann man sagen, nebeneinander stehenden Brücken, für jede Richtungsfahrbahn eine. Und dort, wo jetzt früher bei der alten Brücke zwei aufrechtstehende Bleche als Längsträger das statische System, als das Balkensystem in Längsrichtung gebildet haben, hat man jetzt hier vier massive Hohlkästen mit einer Abmessung von 4 Meter Höhe und etwa 1,80 Meter Breite. Und die Fahrbahndecke ist bei der neuen Brücke komplett aus Beton. Das ist also eine Betondecke, die hat über den Trägern 50 cm dicke und am Rand etwa 25 cm. Also eine sehr viel schwerere, massivere Konstruktion als die alte, auch wenn das optische Erscheinungsbild nahezu ähnlich ist. Alles klar. Jetzt ist ja bald Stichtag X, wo die Sprengung stattfinden soll. Es wird mit einem je nach Wetter hohen Zuschaueraufkommen gerechnet. Was sind denn die verkehrstechnischen Voraussetzungen oder Herausforderungen der Sprengung? Also zunächst mal ist es so, wie hoch das Besucher- oder das Zuschaueraufkommen wirklich ist, das können wir auch nur ahnen. Wir haben keine Glaskugel. Das können wenige hundert sein, das können aber auch einige tausend sein. Man weiß eben aus Erfahrung, dass es eben auch ganz gerne mal in die letztgenannte Richtung geht. Und man hat sich im Vorfeld da in mehreren Besprechungen mit den zuständigen Behörden, Landratsamt, Polizei, Gemeinden, die betroffen sind, da zusammengesetzt. Und wir gehen eben so vor, dass wir sagen, wir rechnen damit, dass es eher mehr Zuschauer sind und bereiten uns darauf vor. Also lieber für den Worst Case, als umgekehrt, dass man davon ausgeht, es kommen nur wenige und man ersäuft dann in einem Zuschauerstrom. Deswegen, und das war im Wesentlichen eine Forderung auch der Polizei, die ich auch für richtig halte, hat man gesagt, man sperrt also den Bereich um die Brücke sehr großzügig ab, um da halt keine parkenden, querstehenden Fahrzeuge zu haben, die eben mögliche Rettungszufahrten oder Bereitstellungsraum für Rettungs- und Einsatzfahrzeuge für den Fall, den wir alle nicht hoffen, da eben zu behindern.
Deswegen hat man gesagt, man sperrt diese, die Brücke fällt ja einmal komplett runter und sperrt den ganzen Talraum ab. Und davon betroffen sind natürlich auch die Verkehrswege unter der Brücke. Zum Beispiel die Startstraße, die von Wilfleggen nach Bad Brückenau führt. Die ist dann für mindestens 24 Stunden dicht. Also spätestens am Sonntagabend muss die Startstraße wieder geräumt sein, aber bis dahin hat man halt eben einfach eine Sperre. Für diese Sperre werden Umleitungen beschildert. Das macht also das Landratsamt und die Straßenbeamt. Und die Bundesstraße 286 von Schildeck nach Römershaag bei Bad Brückenau wird eben gesperrt, einmal im Bereich des Bahnübergangs Römershaag und einmal im Bereich des Parkplatzes Bilsterhof. Die Sperrung beginnt etwa ab 7 Uhr und aufgelöst wird sie dann, wenn man eben sieht, dass der Besucherstrom, dass der eben abläuft und man wieder sagen kann, man kriegt keine chaotischen Verhältnisse. Ich würde mal sagen so 11, 12 Uhr irgendwo in dem Bereich. Aber das muss man flexibel handhaben. Des Weiteren gesperrt wird die Zufahrt über das Berghaus Rhön. Man kann ja von Schilde kommen, über das Berghaus Rhön nach Riedenberg runterfahren. Und es wird eben seitens der Polizei, wie ich meine, zu Recht befürchtet, dass das für die Einheimischen, die sich auskennen, die Umleitungsstrecke ist. Das ist aber eine Straße, die nur einstreifig befahrbar ist und alle paar hundert Meter eine Ausweiche nur hat. Das ist für den Besucherstrom, für den herkömmlichen zum Berghaus Rhön beherrschbar, aber nicht für eine Umleitungsstrecke, die eben den Startstraßenverkehr eben umleiten soll. Und deswegen wird auch diese Strecke gesperrt werden. Auf der Autobahn wird der Verkehr ca. 10 Minuten vor der Sprengung angehalten. Und zwar schon vor den Anschlussstellen jeweils Volgers und Wilfleggen, damit eben die Autobahnbenutzer hier nicht abfahren können, um auf dann die ohnehin gesperrte Umleitungsstrecke über die B286 zu treffen. Weil das würde ja keinen Sinn machen. Man bemüht sich aber, die Sperrung auf der Autobahn so kurz wie möglich zu halten. Also ca. 10 Minuten vor der Sprengung wird der Verkehr angehalten. Dann wird nochmal inspiziert, ob da sich wirklich auch niemand aufhält. Dann erfolgt die Sprengung. Nach der Sprengung wird die neue Brücke kurz inspiziert, ob sie keinen Schaden genommen hat. Wir gehen nicht davon aus, man muss ja trotzdem schauen. Es könnte auch sein, dass durch Streuflug kleinere Betonbrocken auf der Fahrbahn liegen, die dann halt eben schnell weggeräumt werden. Aber man denkt, dass man dann eine Viertelstunde maximal nach der Sprengung die Strecke wieder räumen kann. Es geht also verkehrstechnisch gar nichts. Der Autobahnverkehr steht dann. Der Autobahnverkehr steht, aber wie gesagt, der wird dann wieder freigegeben. Es ist ja auch ein Samstagvormittag, wo der Verkehr nicht allzu heftig sein dürfte. Die B286 wird weiträumig umgeleitet und auch die Startstraße wird umgeleitet über Oberbach-Gefell bzw. über das Basaltwerk oder vielmehr über Gefell-Basaltwerk, alternativ über Langen-Leidenburger Droht. Diese Umleitungen werden aber ausgeschildert. Das sind zwei verschiedene Sachen. Das eine ist die Bundesstraße, die, ich schätze mal, 3 Stunden im Bereich der Sprengung gesperrt wird, die B286. Die Startstraße dagegen aber mindestens 24 Stunden. Haben Sie Angst, dass Ihrer neuen Brücke was passiert? Eigentlich nicht. Wie gesagt, das Sprengkonzept ist sehr gut ausgearbeitet. Man hat es hier mit wirklichen Fachleuten zu tun, also mit den Besten, die es in Deutschland hierfür gibt.